Ich freue mich, Sie zum letzten und dritten Referat von der heutigen Comedy zu begrüßen. In unserem Referat werden Sie Antworten auf folgende drei Fragen bekommen. Wer ist Haku AG? Was ist ein Tandem-Projektsetting? Und wie wird eine Produktdatenbank mit Hilfe der Microsoft Power Plattform umgesetzt? Mein Name ist Tobias Vogel und ich bin Projektleiter bei der Firma IOZ im Team Central Customer Process. Und ich freue mich sehr, zusammen mit der Haku AG Ihnen das Projekt heute vorstellen können. Ich werde jetzt gerade an Stefan Ischer von der Firma Haku übergeben. Er wird Haku vorstellen, etwas über die Ausgangslage und Ziele des Projekts. Im Anschluss werde ich Ihnen den Aufbau der Datenbank zeigen und Sie im System und Sie ins Live-System führen. Am Schluss wird der Stefan über die Herausforderungen des Projekts reden. Ich freue mich jetzt, das Wort auf Gümligen übergeben zum Stefan und dass er die Präsentation übernehmen kann. Stefan, hörst du mich? Ich höre dich, Tobi. Hört ihr mich auch? Tipptopp. Tipptopp. Also, vorgestellt bin ich worden, Stefan Ischer. Ich bezeichne mich als Leiter Informationsmanagement. Der Grund ist eigentlich, ich habe drei Standbeine. Ich habe bei mir die klassische IT, das Technologie-Thema, Client, Data Center, Security, Netzwerk und so weiter macht. Ich selber bin auch im Applikationsmanagement tätig. Ich kümmere mich selber um die SAP-Herausforderungen. Ihr habt ja jetzt schon gehört, was ein ERP-System macht und wie die Herausforderungen sind. Und das dritte Standbein ist noch das Stammdatenmanagement. Wir haben ein zentrales Stammdatenmanagement, das auch in mein Team hineingehört. Haku Suisse oder Haku AG hier in Gümligen. Tobi, darfst du eine vorwärts? Merci vielmals. Haku ist hier in Bern, südlich von Bern in Gümligen, auch nicht bekannt. Wir sind keine eigene Marke. Wir stellen vor allem Produkte her für den Detailhandel in der Schweiz. Das heisst, unsere Kunden Migros, Coop, Lidl, Deutschland, Schweiz, weltweit. Wir haben in ganz Europa Kunden, Detailhandel Mercadona zum Beispiel in Spanien. Wir haben auch die ganz grossen Schweizer Kunden, sie mehr wahrscheinlich kennen die Lastwagen, die noch auf der Autobahn stören. Protega, TopCC, Allegro, Pistor, Transgourmet, das ist so unsere ganze Kundenvielfalt und die, die uns eben auch in diesem Thema Stammdaten sehr stark fordern. Wenn ihr hier zu Gümligen durchfahrt, vielleicht mal mit dem Auto oder mit dem Zug, schmeckt es häufig nach Würzen, Kaffee oder Schocke. Das sagt also das, was wir etwa herstellen, etwa 1400 Fertigprodukte. Ja, wir sind tatsächlich dieses Jahr 100-jährig geworden. Das ist also so, wir haben das gebührend gefeiert. Ganz speziell möchte ich vor allem Kaffee erwähnen. Das ist eine riesen Erfolgsgeschichte hier in Haku. Merci vielmals. Wir haben tatsächlich als erstes Schweizer Unternehmen reinen Instant-Kaffee produziert. Wir haben ja den ersten gefriertrockneten Kaffee hergestellt hier in der Schweiz. Die fragen euch vielleicht, was der Instant-Kaffee ist. Das ist ja der, den wir alle wahrscheinlich nicht so gut kennen. Das ist der ganz fein aus dick so raus. Oder eben der gefriertrocknete, das ist bei den meisten ein bisschen beliebter, das Granulat. Ich darf jetzt sagen, wo man vielleicht auch braucht, mal zum Kaffee fertig machen, so unsere Generation. Aber vielleicht noch kurz eine Zahl zu sagen. Wir verkaufen tatsächlich pro Tag etwa 10 Tonnen so getrockneten Kaffee. Sprich, wir verarbeiten pro Tag etwa 30 Tonnen Bohnen Kaffee. Also aus einem Kilo Bohnen machen wir etwa 300 Gramm so löslichen Kaffee. Zur Geschichte um Meilenstein muss ich sonst nicht mehr viel sagen. Wir können glücklicherweise noch investieren. Ich habe es eingangs gesagt, wir haben keine eigene Marke. Wir haben tatsächlich bis jetzt auch keinen eigenen Vertrieb gehabt, Business to Customer. Wir machen das jetzt ganz neu über einen Online-Shop. Dürfen dort alle kräftig bestellen. Da sind die Initianten von diesem Shop sehr, sehr froh. Aber es ist wirklich nicht unsere Stärke. Wir haben kein Marketing. Da habt ihr schon mein Viertel gesehen am Anfang. Das ist kein schönes Marketing-Viertel. Das ist relativ spontan noch entstanden, wo mich der Tobi gefragt hat, ich müsste noch ein Viertel haben. Gut, zur Ausgangslage von unserem Projekt. Ich greife jetzt da ein bisschen Michael Kunz seine Aussage auf. Er hat gesagt, ERP-Systeme seien unsexy.
Für mich sind das noch recht schöne Herausforderungen, die ich rund um das ERP-System habe. Aber wenn ihr ein Stammdatensystem, ein Stammdatenmanagement verantworten, könnt ihr euch vorstellen, was unsexy ist. Das ist ein Thema, das ihr immer verliert. Das sind die Stammdaten, die sind immer falsch, die sind nie aktuell, man findet sie nie, die sind verteilt in verschiedenen Systemen. Die Leute haben komplett verschiedene Anforderungen, egal ob sie jetzt in Logistik sind, wo sie komplett andere Anforderungen haben als ihr Qualitätsmanagement oder in der Entwicklung oder das Marketing, wo natürlich nochmal komplett andere Anforderungen an Stammdaten hat. Unsere Kunden stellen uns auch vor ganz grosse Herausforderungen. Wir müssen, die ich eingangs erwähnt habe, die fordern, dass wir Daten so in einen globalen Datenaustausch hineinstellen. Global Data Synchronization Network heisst das. Das ist ein Datenpool mit, ja, ich glaube, mittlerweile sind es über 1000 so Metadaten, das Wort haben wir heute auch schon gehört, wo wir dort müssen einreichen. Wir müssen nicht ganz alle 1000 einreichen, aber das fordert uns eigentlich sehr stark. Das ist natürlich auch das ganze Web-Business, wo man halt muss die lebensmittelrechtlichen Daten auch veröffentlichen, wenn man über das Web verkauft. Also alles, was ihr auf der Verpackung lesen, sei es Zusammensetzungen, sei es Nährwerte, sei es Allergene, das müssen wir irgendwo in das System abbilden. Ja, das ist bei den Systemen so, dass wir halt auch dort dezentral verschiedene Systeme haben. Ich habe es eingangs erwähnt, das SAP ist ganz stark in seinem Thema, hat nicht ganz so schöne Kacheln, wie was wir vorher gesehen haben, aber doch, die Daten sind strukturiert vorhanden, wir pflegen sie da drinnen, eben vor allem die Produktionslogistikdaten. Andere Daten wie Spezifikationen von Rohstoffen, die ganzen Berechnungen von unserem Produkt, was eben die Zusammensetzung ist, was die Nährwerte sind, haben wir in anderen Systemen inne. Das heisst, auch intern können wir relativ einfache Fragen, was ist in diesem Produkt, was sind ähnliche Produkte, was hat die gleiche Rezeptur, können wir nicht so einfach beantworten und müssen heute in mehrere Systeme hineinspringen. Genau. Du darfst eins vorwärts, Tobi. Ich glaube, ich springe ein bisschen über die Folie. Das ist mehr noch aus der Vorarbeit. Bevor wir eingestiegen sind, haben wir wirklich mit den ganz verschiedenen Businessbereichen bei uns intern analysiert, was sie für Anforderungen haben an den Produkten-DB. Das sind die, die ich erwähnt habe. Genau, merci vielmals. Und da sind natürlich auch ganz, ganz viele unstrukturierte Daten rumgelegen, was die grösste Gefahr ist. Also es ist in persönlichen Folders, es ist in E-Mail-Datenbanken. Teilweise haben die Leute nicht gewusst, was sie schon mit dem Kunden zu dem Produkt kommuniziert haben. Und dort ist man halt dann rechtlich plötzlich an einem sehr, sehr kurzen Hebel, wenn es um Allergene geht, wo ja, teilweise eben fast Menschenleben dran hängen. Darum, das Ziel ist eigentlich klar. Wir wollten wirklich einen zentralen Ort schaffen, wo wir die Produktinformationen aus den verschiedensten Systemen können, auf der einen Seite reinnehmen, dort, wo wir sie schon strukturiert haben, auf der anderen Seite anreichern, dort, wo wir eben Daten komplett unstrukturiert haben, also intern sich die Leute können informieren, gewisse Daten ablegen, anreichern, habe ich bereits gesagt. Ganz, ganz wichtig ist halt auch, dass wir das Change Management super protokolliert haben, dass wir, dass wir dort jederzeit auskunftsfähig sind. Und nachher klar, die Umsysteme, die ich ja schon angesprochen habe, wenn es Richtung Datasheets geht, wenn es Richtung Webshop geht, wenn es weitere Systeme gibt, die wir anbinden werden, der Tobi zeigt die nachher noch. Das ist echt das, wo wir, vor allem es ist ein ganz grosses Schnittstellenthema, wo wir hier müssen angehen müssen, Daten in Anreicherung und Schnittstellen. Darf Scheiß gerne vorwärts gehen? Ah, da bin ich ja schon bei dir, jetzt bin ich aber recht drüber gesprungen. Dann übergebe ich gerne dir und übernehme dann nochmal, gell, Tobias? In dem Fall, merci vielmals, Stefan, für deine Ausführungen und bis später. Genau, wo wir mit diesem Projekt gestartet sind, vor knapp einem halben Jahr, hat Taco. Haben wir zusammen mit der HAKO überlegt, wie wollen wir das Projekt umsetzen. Wir haben uns zusammen mit der HAKO für einen Tandem-Approach entschieden. Was verstehen wir unter einem Tandem-Approach? Das ist ein gemeinsames Entwickeln
und auch Implementieren von der Lösungen, von der Lösung. Wir haben wöchentliche Meetings gehabt, wo wir Mitarbeiter wie geschult haben, wie man tut im System innen Felder, Ansichten, Formular implementieren und haben das dann wöchentlich Auftrag gegeben in Hakko und die haben das dann umgesetzt. Als das gut funktioniert, ist es sehr wichtig, dass man eine gute Kommunikation hat zwischen dem Kunden, zwischen den beiden Partnern und dass der Kunde sich an die Termine hält, dass man mit dem Projekt vorwärts kommt. Dazu ist auch der Koordinationsaufwand sehr wichtig, dass man auch die einzelnen Tasks vom Kunden und die Sachen, die wir umsetzen, gut koordinieren kann. Der grosse Benefit von dem ist, dass die ganze Umsetzung, die Umsetzungskosten sind tiefer. Und wenn das Projekt fertig ist, könnte der Kunde das System so gut, dass er einfache Anpassungen selber im System vornehmen kann. Ich habe das erste Mal mit einem solchen Approach gearbeitet und ich bin sehr überrascht, wie gut dass das funktioniert hat. Und ich werde das sicher auch zukünftig in Kunden wieder vorschlagen, wenn man das so machen möchte. Was wirklich zentral ist, noch, das habe ich vorhin vergessen, ist, dass die Ressourcen vom Partner zur Verfügung gestellt wird, als er die Sachen kann umsetzen kann. Dann würde ich jetzt zum Aufbau von dieser Datenbank kommen. Wie schon angekündigt, wir haben das mit der Microsoft Power Plattform gemacht. Alle Daten sind im Dataverse gespeichert. Das ist eine nationale Datenbank. Die Visualisierung dieser Daten möchte ich mir mit einer Model-Driven-App und die ganzen Automatisierungen möchte ich mir mit Power Automate. Bei den Automatisierungen sind das Approvals-Workflow oder Freigabe. Ich komme dann später zu dem. Hier eine kurze Übersicht von den Tabellen, die wir erstellt haben. Wir haben drei Haupttabellen. Das sind die Tabellen, die Mitarbeiter sehen. Das sind Firmen, Kontakt und Produkt. Subtabellen sind Tabellen, die wir verknüpfen mit diesen Haupttabellen. Im Besonderen mit den Produkten. Sie werden das dann nachher in der Demo sehen. Jetzt ist die Frage, wie kommen die Daten in das System hinein? Der Stefan hat das gesagt, die Schnittstelle sind herausfordernd gewesen und wir haben hier folgende Lösungen erarbeitet. Die Stammdaten von den Kunden und von den Produkten kommen aus dem SAP. Alle QS-Daten, also Allergen-Zubereitungen, kommen aus dem SPEC-PDM. Die werden uns von der Firma Hakko per CSV zur Verfügung gestellt. Also jeder Graubfil wird von der Firma Hakko gemacht und das Orange von der IOZ. Wenn wir die CSV bekommen, die werden abgelegt in das Verzeichnis, dann nimmt Simego, unser Schnittstellentool, die Daten und spült die in das Dataverse hinein. In dem Dataverse, also in der Produktdatenbank, werden die Daten angereichert und freigegeben. Wir haben die Möglichkeit, in dem Dataverse Factsheets zu generieren, wo man dann in Kunden weiterleiten kann. Wenn die ganze Freigabe auch fertig ist und das Produkt live ist, wird Simego wieder CSV generieren, welche dann in SyncWorks eingespielt werden. SyncWorks ist ein Publizierungstool, ist eine Branchenlösung, die sehr spezialisiert ist darauf, gewisse Daten von verschiedenen Datenbanken zu nehmen und in verschiedene Datenbanken oder Produkte, wie zum Online-Job oder GDSN, zu verteilen. Dort, also wie der Stefan schon gesagt hat, wird der Kunde können auf die Daten zugreifen, wo wir im Dataverse gesammelt haben und angereichert haben. Ich werde jetzt in die Live-Demo wechseln. Sie sehen hier die Startmaske von dem Model Driven App. Auf der linken Seite sehen Sie die drei Haupttabellen. Vielleicht noch kurz vor der Demo. Wir sind noch nicht fertig mit dem Projekt. Wir sind in der Abschlussphase. Wir sind im Moment dran, die Schnittstellen aufzubauen und die ganze Datenbank befüllen. Die Firma Hakko hat sich entschieden, nicht jeden Kunden in das System hineinzuladen, sondern nur die Grosskunden. Sonst wäre das viel zu viele Daten und es geht eigentlich nur darum, dass sie die Hauptkunden von ihnen managen können. Ich gehe jetzt mal zu einem Grosskunden rein, das wäre die UZ AG. Sie sehen da, dass hier eine Stammdaten, das ist wirklich recht viel Standard. Wir haben hier, was wir gemacht haben, ist, jeder Kunde hat eben spezifische Liefervorgaben, spezielle Sachen, auf die man achten muss. Und durch das haben wir die SharePoint-Integration angeschaut. Das heißt, alle Dokumente zu dem Kunden werden
in der Produktdatenbank abgelegt. Weiter sind Firmen auch da, dass man sieht, was für Produkte hat die Firma bei der Hakko gekauft. Das heisst, JZ hat jetzt Gonzo mit Klassik 1,1 Kilo Box gekauft oder Büchs und Kürbiscreme. Und ich kann mir vorstellen, bei Grosskunden sieht man, da hat man auf einen Blick sofort alle Produkte, die die Firma hat. Ich gehe jetzt mal in so ein Produkt rein, Gonzo mit Klassik. Ich habe jetzt auf die Seite gewechselt, auf Produkt. Und da sieht man jetzt die Stammdaten, vor allem vom SAP. Standardfelder von den vielen Daten, die vorhin Stefan gesagt hat. Wir sehen hier auch einen Link zum Mediaserver. Akku hat einen Mediaserver, wo alle Bilder, vor allem Bilder und auch Zubereitungsvorschläge, alles, was Bildmaterial sind, wird auf dem Mediaserver abgelegt. Und mit dem einen Klick kommen wir gerade drauf, man kann alle Bilder holen und abladen. Die Verknüpfung haben wir so gemacht. Sie sehen hier ein Bild, das ist das Hauptbild. Das ist so, das wird so dargestellt, weil sie wollen die Factsheets machen. Und auf diesen Factsheets ist immer ein Bild drauf. Und für die Factsheets generieren ist es einfacher, wenn das Bild im Dataverse in einem Feld liegt. Dazu kommt, dass so für einen Mitarbeiter sofort klar ist, was für ein Produkt es sich genau handelt. Jetzt hier weitere Basisinformationen mit Mattnummern etc. Wir haben jetzt hier mit Tabs gearbeitet, mit der Navigation oben durch. Und Sie sehen, wir haben hier sehr viele Informationen. Auch immer mehrsprachlich. Wir haben uns entschieden, dass wir alles auf eine Seite tun, also alle Sprachen miteinander. Der Vorteil ist hier, Hakko sieht sofort, sind alle Informationen vorhanden. Er muss nicht zweimal klicken, sondern er weiß genau, die Artikelbeschreibung, GDSN 200 Zeichen, das ist für das externe System, sind alle super gepflegt. In den Nährwert kommt jetzt das erste Mal so eine Subtabelle zum Einsatz. Die Subtabellen haben folgenden Vorteil. Ich gehe jetzt mal auf so eine Nährwertangabe ein. Sie sehen, da kommen jetzt auch wieder ganz viele Daten. Also sind wirklich Live-Daten. Zu dem Produkt. Jetzt ist es so, dass es sich im Laufe von der Zeit ändern kann. Das heisst, wenn jetzt eine neue Nährwertangabe zu dem Consumer Classic kommt, wird der Datensatz deaktiviert und der neue Datensatz, den wir über CSV bekommen und Cimego, wird hier aktualisiert. Die Firma Hakko hat die Nachverfolgbarkeit. Man sieht genau, zu welchem Datum ist der Datensatz deaktiviert worden und die neue Nährwertangabe ist aktiv. Und über Ansichten sieht man, es ist immer nur eins aktiv und kann jetzt hier zum Beispiel die Ansicht wechseln und sehe, da habe ich mal am 14.09. ist das deaktiviert worden und kann zurückfolgen, was ist genau der Unterschied. Genau das Gleiche funktioniert das bei den Allergenen. Wir tun standardmäßig jedes Allergen in einem Produkt zuordnen, also standardmäßig erstellen. Und die Schnittstelle sagt, welches Allergen ist vorhanden und tut das dann auf kann Spuren enthalten und auf aktiv setzen. Dann Informationen über die Zubereitung, genau das gleiche System. Sie sehen überall die Daten und auch immer mehrsprachig. Und Sie sehen auch vielleicht, jedes Feld ist noch aktiv. Also ich könnte es noch bearbeiten. Sobald wir in der Live gehen, werden natürlich alle Felder, die von der Schnittstelle kommen, werden gesperrt, dass man die Sachen hier nicht bearbeiten kann. Bis auf die Felder, die hier innen angereichert werden. Wir haben hier noch Labordaten. Die sind jetzt noch nicht gefüllt. Die ganze Verpackungsinfos, oder die verschiedenen Einheiten. Die kleinste und Konsumenteneinheit. Multipack ist dann, wenn wir, das sind viele Aktionen. Handelseinheit etc. Alles Informationen über die Schnittstelle reinkommen. Und auch Informationen über Haltbarkeit. Also wirklich sehr viele Informationen zu jetzt einem Produkt. Was wir auch noch haben, ist auch hier die ganze Dokumentablage. Da haben wir mit einem Power Automate Flow die Ordnerstruktur für jedes neue Produkt generieren. Das heisst, das ist immer der Stand jetzt. Wir generieren das für jedes Produkt und der Mitarbeiter kann dann die gewissen Sachen, wie zum Beispiel gut zum Druck, an einem Ort ablecken. Und es ist ganz klar, wo er es ablecken muss.
Evite Power Automate haben wir, das tun wir einsetzen für die ganze Freigabe von diesen Produkten. Die Daten kommen rein und sie dürfen dann nicht gerade schon wieder exportiert werden. Das heisst, es gibt einen Approval-Prozess. Es ist user-gesteuert, also User-Gruppe gesteuert. Jeder User kann so einen Prozess starten und dann wird das zu einer Gruppe von User gebracht oder Mitarbeiter genommen, die kontrollieren, sind alle Informationen vorhanden, darf man das freigeben. Das wird über den Status gemacht. Stoppen. In Bearbeitung, intern frei und öffentlich frei. Und sobald dass er öffentlich frei ist, nimmt Simego wieder die Daten, tut das in die CSV raus und es wird dann in die Umsystem verteilt. Genau. Was noch spannend ist, sind Alternativen. Das hilft in den Mitarbeitern auch. Da geht es darum, wenn zum Beispiel die 1,1 Kilo Büchse von der Bouillon nicht mehr verfügbar ist, aber ich habe es noch in der 5 Kilo Box. Dann werden hier alle Produkte angestellt, die die gleiche Rezeptur hat, wo es einfach in einer anderen Verpackungsgröße gibt. Genau. Das wäre mal die Übersicht vom System. Wie gesagt, wir sind hier noch dran am Verfeinern und sind jetzt die Daten am importieren. Das war meine Präsentation von der Live-Demo. Ich würde jetzt wieder an Stefan übergeben für die Herausforderung und die Learnings. Und für das gebe ich noch hier im Benni, um das umzustellen. Ah, gut, merci. Der Tobi hat das Projekt, den Tandem-Approach mit einem Mitarbeiter von mir gemacht. Also, ich bin jetzt eigentlich so ein bisschen aussen vor dazugekommen. Der Mitarbeiter von mir ist jetzt in der wohlverdienten Ferien. Aber ich werde noch mal kurz dort anhängen an diesem Tandem-Approach. Also, das ist für uns wirklich genau der richtige Weg gewesen. Also, wir hätten hier können unmöglich ein riesen Wasserfallprojekt machen können. Schon nochmal die Vorbereitung dazu, die ganze Dokumentation, die Vorgaben, der Blueprint, das wäre fast unmöglich gewesen, weil wir sie wirklich mit dem Erarbeiten von den ganzen Themen immer weiter reinkommen. Wir haben die Detaillierungen immer mehr können vorantreiben. Das ist wirklich eine ganz grosse Herausforderung gewesen. Viele Details bringen wir rein. Wo ist welches System führend? Es hat jetzt relativ einfach ausgesehen. Ja, es sind wirklich die Daten, die man auf dem Produkt sieht, die auf dem Produkt stehen. Aber wirklich hinten dann Daten super strukturiert abzubilden, ist nicht ganz so einfach. Wir haben relativ lang nach Branchenlösungen gesucht. Die gibt es auch irgendwo. Aber ihr müsst halt gleich schon immer ein riesen Schnittstellenthema. Wir haben O365 eingeführt, wir sind überzeugt, dass man in der ganzen O365 SharePoint-Umgebung relativ viel machen kann. Wir haben ja auch mal ein bisschen studiert mit irgendwelchen Listen. Ja, und die OZ hat uns dann irgendwo auf das Thema Dataverse gebracht, auf die Datenhaltung. Und ich bin mittlerweile überzeugt, es ist genau das Richtige. Der Tobi hat gesagt, wir sind noch nicht fertig. Sie ist jetzt technisch mal in dieser Umgebung, soweit fertig. Ich habe gestern in Audio-Orangen-Foliensätze gebraucht, einen Auszug davon, unserer Geschäftsleitung das vorgestellt. Es ist recht viel Begeisterung aufgekommen, weil sogar in der Geschäftsleitung sind manchmal ganz einfache Fragen gestellt worden, die dann ihre Spezialisten auch nicht immer können beantworten konnten. Und mit dem haben wir aufzeigen, doch, da sind wir sehr gut auskunftsfähig. Also sprich, die Akzeptanz haben wir mal können schaffen. Wir haben jetzt nicht können sagen, wir sparen da weiss nicht was, im Gegenteil. Also wir müssen die Daten aufbauen. Der Initialaufwand von unserer Seite ist relativ gross. Ja, wir haben bei IOZ ein bisschen kleiner können behalten mit dem Projekt, wie wir es angegangen sind. Ich bin aber überzeugt, bei uns sind 50, 100 Leute, die wahrscheinlich im Monat Minimum 15 Minuten mal irgendwelche Daten umsuchen. Wenn wir 50 Personen mal 15 Minuten im Monat rechnen, sind wir bei 150 Stunden, also sprich fast bei 20 Tagen, die wir irgendwie mal einsparen. Geschwiegen denn von dem, wo wir gegen aussen immer müssen erstellen, also Leute bei uns in der Qualitätssicherung, im Einkauf, im Verkauf, die wirklich für die Kunden, leider sind noch nicht alle an dem GDSN-Network angehängt, also es sind ganz viele noch, wo uns zwingen, irgendwelche Excel-Listen auszufüllen. Das ist leider so im Jahr 2022 immer noch, wir haben es vorher auch schon gesehen, Excel ist halt immer noch das, wo jeder kann damit arbeiten kann. Auch wenn es dann manchmal ein bisschen eine modernere Schreibmaschine ist. Und die wollen wir eigentlich wirklich endlich abschaffen.
durch das, dass wir auch relativ viel können automatisieren können, also wir ein sauberes Change Management haben und eben wirklich die Datenqualität, wo wir dort einfach rechtlich verbindend müssen können agieren. Darum haben wir die Datenbank so aufbauen. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Wir werden die jetzt finalisieren. Und nachher ist ein grosser Part wieder bei uns, dass wir es organisatorisch in die Organisation hineinbringen, Schulen. Das sind jetzt so die weiteren Schritte, die anstehen, nachdem die Schnittstellen implementiert sind.